Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Ich wünsche euch einen super schönen 7. Dezember. Ich hoffe, ihr habt gestern super schöne Sachen zum Nikolaus bekommen. Ja, ich habe heute so ein kleines Tütchen von Kathi im Adventskalender gehabt. Ich bin sehr gespannt. Also, das sind einmal diese kleinen Eulen da drauf. Und das ist mit Washi-Tape zugeklebt. Ich schau mal rein. Oh, das ist eine Kette mit so einer kleinen Flasche. Und ich glaube, da ist kleiner Schnee drin. Ich versuche es euch mal möglichst groß zu zeigen. Sehr, sehr hübsch. Und es ist auch so eine ganz lange Kette. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Kathi hat das bestimmt hier auch selber aufgefädelt und zugeklebt. Das wird sie euch bestimmt jetzt noch im zweiten Teil des Videos zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß und nochmal vielen, vielen Dank an Kathi. Hallo ihr Lieben, ich bin's Kathi und ich zeige euch, wie ich das Geschenk für Eva bastel für den Tag 7 in unserem Adventskalender. Und dafür habe ich einfach so eine ganz kleine Glasflasche. Die habe ich schon länger bei meinen Bastelsachen dabei. Da habe ich mal 10 Stück gekauft, konnte man bei Amazon bestellen. Gibt es auch in verschiedenen Formen und das sieht einfach aus wie so ein kleiner Glaskolben. Und da gebe ich einfach ein bisschen Glitzer rein, das soll aussehen wie Schnee. Also deswegen habe ich mich für weißen Glitzer entschieden. Ich glaube, so kriege ich das nicht direkt hin. Deswegen forme ich mir einen Trichter aus Papier. Ich habe mir einfach ein Blatt Papier eingerollt und schütte jetzt hier oben Glitzer rein. Und man sieht direkt, es fällt bis unten weiter. Ich fülle das nicht bis oben hin, sondern nur unten ein bisschen was rein, damit man das auch noch so hin und her schütteln kann. Und jetzt habe ich mir überlegt, man kann natürlich auch schön noch was anderes mit reinwerfen, zum Beispiel so Glitzerpailletten. Und da habe ich mich jetzt auch so für blau und auch weiß entschieden, also alles so ein bisschen im Winterlook. Diesen blau-weiß, das erinnert mich auch direkt so ein bisschen an die Eiskönigin. Aber von den großen werfe ich nicht so viele rein, sondern ich habe jetzt, glaube ich, 2 blaue und 2 weiße, damit das nicht zu voll wird und damit man auch noch die kleinen Glitzerpartikel sieht. Jetzt kommt der kleine Korken hier rein, aber so hält der natürlich nicht so gut, sondern das ist einfach nur ein kleiner Korken, den man auch wieder rausziehen kann. Wenn Eva das wirklich dann als Kette tragen möchte, dann muss das ein bisschen fester sein. Deswegen habe ich hier meine Heißklebepistole und ich gebe einfach hier unten ein bisschen Heißklebe an den Rand. Nicht zu viel, sondern nur rundherum ein bisschen Heißklebe und dann setze ich den Korken hier oben rein und dann wird das Ganze leicht verklebt und der Korken geht nicht mehr so leicht raus. Es ist leider hier oben der Haken auch schon raus. Da werde ich jetzt auch einfach ein bisschen Heißklebe dran geben und den Korken dann nochmal wieder den Haken in den Korken stecken, so ein bisschen reindrehen, damit das Ganze auch wirklich gut hält. Jetzt fehlt nur noch die Kette, die fädel ich hier oben einmal durch. Das ist auch einfach eine Kette aus dem Bastelladen, die kann man auch manchmal wirklich dann meterweise kaufen und die kann man hier oben einfach als Kette durchfädeln. Gibt es auch in ganz verschiedenen Farben, also das ist ja jetzt Silber, aber kann man auch in Gold oder in Bronzefarben kaufen. Ich merke nur, irgendwie passt die hier nicht so richtig durch. Ich hatte immer in Erinnerung, dass man das hier durchfädeln konnte, aber wenn das nicht geht, dann kann ich auch einfach hier unten, der untere Haken ist schon so aufgebogen, den mache ich einfach hier an dem kleinen Haken fest. Also einfach noch mal ein bisschen weiter aufbiegen. Da kann man natürlich auch super dann ein kleines Werkzeug für benutzen. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen Ende auch noch, so dass dann die beiden Enden hier dran befestigt sind. Und hier sollte die Kette natürlich lang genug sein, dass man sich die einfach über den Kopf hängen kann. Wenn dann die niedliche Kette fertig ist, muss ich die nur noch verpacken und dafür habe ich so eine kleine Geschenktüte. Wir hatten davon mal einige in der Fanpost und das sind einfach so kleine Papiertüten, kann man natürlich auch selber falten. Habe ich euch auch schon mal gezeigt, eine Anleitung, wie man so eine Tüte falten kann. Und da lege ich das Ganze rein
und dann habe ich hier Washi-Tape, damit werde ich die Tüte noch zukleben. Und vielleicht dekoriere ich auch noch ein bisschen. Ist vielleicht ein bisschen zu langweilig, diese weiße Tüte. Als erstes kommt einfach mal ein kleiner Streifen hier unten rum. Mein kleines Geschenk ist jetzt fertig verpackt. Es raschelt schon ein bisschen. Ihr wisst ja, was drin ist. Und ich bin gespannt, was Eva dazu sagen wird. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Kette gefällt, ob ihr so eine Kette vielleicht auch tragen würdet. Was ihr vielleicht heute im Adventskalender hattet, gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Und sonst freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Schaut uns auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!